Hi, hi Leute, zurück hier beim Let's Play von Dynatec mit Penetica spielt mit dir. So, wir sind hier mal wieder im Statistiken- und Optionenbildschirm. Das liegt ganz einfach daran, dass ich hier am Anfang immer laden muss und dann mache ich ein bisschen Pause und so und dann schalte ich euch dazu, dass ihr teilhaben könnt und dann gehen wir da wieder raus. Deshalb fängt das immer so an. Hier unser Büro. Da waren wir ja jetzt auch schon lange nicht mehr. Ich schieb ja im Moment immer eine Folge Matty wieder dazwischen. Deshalb waren wir hier schon so lange nicht mehr. Und wir sind ja Richie Rich mal wieder. 371.000. Obwohl wir das letzte Mal so viel gekauft haben. Unser Tanker hat keine möglichen Transportaufträge. Dann ist mir vor kurzem aufgefallen. Ja, wir haben nämlich noch nie geguckt, wie diese Dinger eigentlich in Stand sind. Die haben ja, die verschleißen auch. Diese Tankers. Deshalb muss man hier ab und zu mal gucken, ob die vielleicht mal eine Reparatur nötig haben. Und dieser Tanker hier hat eindeutig mal eine Reparatur nötig. Deshalb schicken wir den jetzt mal nach Terra, dass mal nach dem Teil geguckt werden kann, was mit dem eigentlich kaputt ist. So, hier haben wir im Moment einiges an Aufträgen sogar für dieses Teil. Dann darf das hier mal fliegen. Wir schauen aber auch mal hier. Okay, 84%. Na gut, der kann jetzt noch ein bisschen fliegen. Und du hat. Ach, das wollte ich doch gerade gar nicht machen. Der braucht jetzt, der hier braucht noch ein bisschen. Dann haben wir, oh, hier haben wir unser Schüttgut-Frachterchen. Der könnte hier Aufträge fliegen, kann er jetzt machen. So, dann sind die hier wieder alle unterwegs. Und dann haben wir hier, muss noch ein bisschen produziert werden, dass hier was passieren kann. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, wie groß dieser Auftrag hier war, den wir hatten. Ich glaube, das war, könnte jetzt sogar einer davon fertig produziert sein schon. Hier müssen wir dann von uns selbst Wasser bestellen und hier ist unsere Wasseranlage angekommen auf Zaxxon. Zaxxon. Da müssen wir jetzt warten, bis sie in Betrieb geht, dann kann das hier gleich losgehen. Die braucht ja nichts, um Wasser zu produzieren. Jetzt machen wir hier mal einen Eigentransportauftrag. Oh, das waren 16.000. Da müssen wir doch noch ein bisschen warten. Aber wieso kann ich jetzt wieder nicht? Doch, ich habe noch einen mit 11.000. Den könnten wir doch schon fliegen eigentlich. Wenn er hier ankommt. Ja, gut. Dann schauen wir da mal. Wenn das soweit ist, schauen wir erst hier, wie lange das hier noch braucht. Keine Ahnung. Bleiben wir einfach mal hier auf der Seite und warten mal, bis sich dieses Symbol hier ändert in ein Kreuz. Und dann müssen wir das nämlich hier den Betrieb aufnehmen, dass es hier losgehen kann. Ja, was erzähle ich euch so lang? Heute ist der 15. Januar. Heute wurde das Unwort gewählt. Vielleicht können wir mal darüber sprechen. Das Unwort des Jahres 2012 wurde jetzt gewählt. Und es ist, ich habe das heute, ah, jetzt ist es soweit hier. Kreuzchen, machen wir ein Häkchen. Es ist dieses Jahr, ich habe das im Radio gehört heute, ist das Opfer-Abo. Und dann habe ich das so im Radio gehört und dachte, wer benutzt denn bitte so ein bescheuertes Wort wie Opfer-Abo? Und dann dachte ich irgendwie, das ist jetzt gerade so Jugendkultur. Da gibt es ja irgendwie, diese netten Jungs, die sich so gerne mit Opfer und du Opfer beschimpfen, was ich ja total abnormal und perfide finde. Aber da gibt es ja viele, die das tun. Und die das auch total cool finden, andere Leute mit Opfer irgendwie zu demütigen. Ja, aber dieses Opfer-Abo, das war so mein Gedanke. Da hat einer irgendwie so Jungs, die oft oder Mädels, die oft gemobbt werden, die haben dann vielleicht ein Opfer-Abo. Also so hätte ich mir das erklären können. Aber das ist gar nicht so. Das hat der. Der Kachelmann hat das gesagt. Frauen hätten ein Opfer-Abo. Was ist denn da los? Hat der sie noch alle? Das habe ich jetzt gelesen, weil mich dann interessiert hat, wo dieses Wort herkommt. Das hat der Kachelmann zum Spiegel gesagt in einem Interview. Frauen hätten ja alle ein Opfer-Abo und das wären ja irgendwie alles, die würden alle immer ihre Vergewaltigungen vortäuschen, nur um die Männer irgendwie fertig zu machen. Haben die alle ein Opfer-Abo? Du glaubst es kaum. So viel zu dem Thema des Tages, Unwort. Wir sind hier hochgeklettert auf Rang 9. Wir werden immer besser. Wir haben die hier bald alle im Sack, sag ich euch. Jetzt gucken wir mal, was hier abgeht. Den nehmen wir an und den nehmen wir auch an. Und den anderen hätten wir auch annehmen können, ist jetzt aber vorbei. Ja, Opfer-Abo, also das fand ich schon extrem krank, irgendwie, dass dieser Kachelmann das sagt. Ich dachte immer, der ist einigermaßen intelligent. Aber anscheinend hat man sich da irgendwie getäuscht. So, Schiff reparieren. Macht man hier in der Schiffswerft. Die stehen hier anscheinend beide gerade auf Terra. Der hier wohl auch. Den schicken wir dann gleich wieder los.
Steht das hier eigentlich? Ah ja, hier Zustand. Der hat auch 83, der hat 71. Dann lassen wir den nochmal geschwind reparieren jetzt. So. Solange wir für den eh keine Aufträge haben, ist das ja auch nicht so schlimm, wenn der jetzt mal nicht zur Verfügung steht, kurz. So, dann haben wir hier die Aufträge, machen wir den als nächstes. Der hier hat keine Möglichkeit, der müsste aber eigentlich. Oh, der hat auch nur noch 71%. Wieso gehen die denn so schnell kaputt? Schicken wir. Ah ne, das ist doch. Sag mal, wieso? Ich hab doch gerade aber bei dem hier da drauf gedrückt. Der hat 88%. Ja, was machen wir denn jetzt mit dir? Wo steht der denn auf Bahn? Oder schicken wir den mal nach Terra und warten halt mal ab, was hier so passiert. So, hier könnten wir jetzt den eigenen fliegen, aber müssen den 11.000er fliegen. Für den haben wir noch 91 und für den auch. Na, dann fliegen wir den nochmal. Das gibt schön Geld. Der wird repariert. Okay. Jetzt gucken wir. Ich glaube, ich habe zu lange über das Opferabo geschwafelt. Das ist jetzt hier alles schon sehr fortgeschritten, unsere Produktion. Hier haben wir wieder Dings gekriegt. Deshalb ist unser Geld auch ein bisschen zurückgegangen. Chemikalien sind hier angeliefert worden. Ja, hier bräuchten wir jetzt mal Wasser und hier bräuchten wir auch Wasser. Also hier kommt auf Silo kommt zuerst Wasser. Oh, wieso ist die denn aus? Hallo? Geht's noch? Wir müssen doch hier produzieren. Wieso ist die denn jetzt schon wieder aus? Wieso geht die denn andauernd aus? Hackt's? Jetzt gucke ich hier wieder rein, gehe hier wieder raus und sie ist noch an. Haben wir hier schon wieder so ein. Huch, was ist denn jetzt? Was war das denn jetzt? Haben wir hier schon wieder so ein. Ach, du Kacke. Das ist das Problem. Deshalb geht die aus. Die ist voll. Wir müssen dringend hier uns so ein Teil kaufen. So ein Lager. Oh my goodness, ein Lager. Für Schüttgut. Die gibt's hier. Kostet 80.000 C, das große. Ich glaube, das reicht, oder? So schnell produzieren wir doch da gar nicht. Nehmen wir das da. Und da machen wir jetzt einen Eigentransport von einem Lager nach Ingroll. Was ist denn auf Ingroll? Nach Silo. Okay, das kommt nach Silo. Ist das richtig? Müsste richtig sein. Jetzt gucken wir schnell. Ja, hier wollen wir das haben. Ingroll. Ach, hier können wir auch mal gucken, wie das hier eigentlich ist. Nur 10.000, 10.000. Okay, da muss man dann auch drauf achten. Hier könnte man eigentlich mal so ein Öl, also so ein Flüssigkeitstank hinbringen, dass wir da irgendwann mal mehr tanken können als 10.000. Das ist ja mit den Tanks hier immer so anstrengend. Nehmen wir auch den hier und der kommt jetzt auf Ingroll. Genau. So, wie ist es bei unserem Wasser hier? Da haben wir 30.000. Gut, das lassen wir jetzt mal so. Ich glaube, das brauchen wir so oft, das Wasser. Das wird nie sonderlich voll werden. Und da können wir immer noch nachkaufen. Das ist ja jetzt hier ärgerlich. Aber ich habe doch den da jetzt schon. Ah, hier ist wieder. Der ist wieder bereit zu allen Schandtaten. Was ist denn der wert? Kann ich das hier sehen? Der hat auf jeden Fall schon ordentlich Gewinn gemacht. Mit dem haben wir 635.000 uns reingeflogen, sozusagen. Der ist jetzt wieder voll auf dem Stand von. Oh, halt! Der kriegt hier natürlich sofort einen Auftrag. Und zwar, wenn es geht, einen von uns. Möglichst diesen hier. Du hast keine Aufträge gerade. Ja, das wäre schon cool, wenn man da mal wieder einen hätte. Dann nehmen wir doch einfach mal den da. Nehmen den hier auch an für unseren. Und den da können wir auch fliegen. Das hier können wir auch fliegen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht zu viel annehmen. Jetzt gibt es wieder keine mehr. Okay. Ach je, das Opferabo. Ich kann da gar nicht. Also ich finde das so pervers irgendwie und abnormal, wie man, naja, wie man sowas sagen kann. Opferabo. Das geht mir nicht in den Kopf. Was war denn das Wort des Jahres? Das haben Sie heute auch gewählt. Rettungsroutine. Rettungsroutine ist das Wort des Jahres. Das finde ich auch wieder ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Jetzt ist es hier abgeholt. Das finde ich auch kein besonders tolles Wort, Rettungsroutine. Also wenn man sich mal den Ursprung von diesem Wort überlegt, dass es überhaupt dazu kommen muss, dass man dieses Wort nutzt, finde ich schon ätzend. Rettungsroutine wird im Zusammenhang benutzt mit dieser ganzen Finanzkrise. Also wieso ist das das Wort des Jahres? Rettungsroutine finde ich ein ganz schlimmes Wort. Ja. Dass es überhaupt diese ganze Krise gibt, ist sehr furchtbar und schlimm. Dass wir da rein manövriert werden und alle was damit zu tun haben, egal ob wir jetzt vermögend sind oder nicht. Ich gebe mal einen Auftrag aus für eine eigene Warennachfrage nach Wasser. Ja, und dann verstehe ich nicht, wieso das das tollste Wort des Jahres sein soll. Rettungsroutine. Das ist mir ein bisschen rätselhaft.
aber gut, wenn sich was dabei gedacht haben, darüber habe ich jetzt noch nicht so viel gelesen. Wie gesagt, aus genannten Gründen finde ich dieses Wort eher, ja, nicht so dolle, muss ich sagen. Gäbe es die Krise nicht, gäbe es dieses Wort nicht und keine Rettungsroutine. Naja. Was war denn, da war noch da gestanden, was auf Platz 2 ist. Oh, schön. Was auf Platz 2 und Platz 3 ist von dem. Oh, da hat jemand was Neues gekauft. Schon wieder Sentinel Gold. Ein Roboterwerk. Das Sentinel Gold sind die, die das zweite Chemiewerk haben. Wir sind nach wie vor der einzige Agrobetrieb. Es gibt mittlerweile 4 Chemiewerke. Krass. Na gut. Ja, was wollte ich denn gerade sagen? Ach so, auf Platz 2 vom Unwort. Ja, ich weiß es gar nicht mehr, was das war. Den können wir noch nicht. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir den nicht aus Versehen losschicken. Das geht ja noch nicht. Erstmal den hier. Fand ich das ein ganz besser, fast noch als, weil dieses Abo, das hat ja nur dieser eine Typ da halt gesagt, dieser Kachelmann. Ach, schade. Das hat ja nur der Kachelmann gesagt. Das andere, das war wieder sowas, was in der Presse breit getreten wurde. Ich habe heute Morgen nur schon mal im Radio gehört, was es als Vorschläge gab. Da gab es unter anderem auch die Schleckerfrauen zum Beispiel als Vorschlag fürs Unwort des Jahres. Finde ich auch passend. Finde ich auch total ätzend. Schleckerfrauen. Hallo? Geht's noch? Naja. Sowas könnten wir auch mal wieder annehmen. Nehmen wir gleich wieder den großen, hä? Lohnt sich mehr. Aber obwohl der gar nicht so viel mehr bringt als der hier. Aber so viel mehr ist es auch nicht. Nehmen wir den, obwohl der noch mehr wert sein müsste. Wir nehmen den hier. Ich habe vergessen, das ärgert mich jetzt, dass ich nicht mehr weiß, was auf Platz 2 war. Vielleicht könnt ihr ja mal nachgucken. Und das in den Kommentaren schreiben. Ich wollte mich daran erinnern. Weil eigentlich fand ich es fast besser. Weil es so wieder so allgemeingültiger war. Ah, es ist ja immer noch aus hier. Oh, sag doch was, Mensch. Ich laber hier alles übers Abo. Und hier ist noch aus. Ja, Agrobetrieb. Es wird jetzt Zeit, dass wir hier endlich Dünger kriegen und Wasser. Jetzt machen wir erstmal hier die Wasserbestellung. Hier für unser Chemiewerk. Wenn das Wasser hier ist, dann geht es natürlich sofort weiter. Wie viel Wasser können wir hier überhaupt nicht, dass wir das wieder überfordern? Nee, jetzt geht hier einiges. Okay. Gut. Wie sieht's hier aus? Du bist angekommen. Du kannst jetzt den hier mal machen. Du bist bestimmt auch angekommen. Du kannst jetzt. Jetzt müssen wir nochmal auf die Tage achten, ein bisschen. Soll jetzt erstmal den hier machen. Du bist angekommen. Du kannst den hier machen. Ach, das ist ja alles hier. Das ist ja schon fast Fließbandarbeit. Jetzt gucken wir wieder nach Transportaufträgen. Hier, das Ding hier gibt es. Das ist anscheinend. Oh, zwei. Ein neues. Sofort gucken, was es ist. Maschinenfabrik. Und ein Roboterwerk. Die hauen jetzt hier schon richtig rein. Wie lange spielen wir eigentlich? Oh! Wieso haben wir denn jetzt auf einmal so viel Geld? Ach, das ist von diesem hier. Von unserem Dünger, den wir verkauft haben, haben wir jetzt so viel Geld. Gott, Leute, was kaufen wir denn jetzt? Bin total überfordert. Unser Werk hier läuft noch nicht. Wir müssen diesen Auftrag hier erst fertig machen. Vielleicht sollten wir uns einfach mal eine Runde hier kaufen. Gibt es schon Aufträge für Agro? Nee, keine Nachfrage vorhanden. Das Wasser können wir losschicken. Machen wir gleich einen Eigentransport. Wasser, die 10.000, los geht's. Jetzt müsste nur einer von denen hier mal ankommen. Der braucht noch eine Ewigkeit. Der hier braucht auch noch eine Ewigkeit. Super. Ja, brauchen beide noch relativ lang. Gut, das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich glaube, wir haben ja auch noch ein bisschen. Ein bisschen reicht es ja. Ja, das reicht noch, bis die da ankommen. Aber das dauert halt noch so lang. Das dauert noch so lang, bis unser Agrobetrieb endlich aggressives Produktion starten kann. Ja. Aggressive Productions. Hier bei Dynatec. Was könnten wir denn noch kaufen? Wir haben so viel Geld. Ich bin jetzt im Kauffieber. Sollen wir uns gleich noch eine Plantage kaufen? Aber die braucht auch Dünger und Wasser. Ich glaube, das ist Quatsch. Und Webstoff, gibt's Webstoffaufträge? Könnte man eigentlich sogar haben. Ja, es gibt einen Webstoffauftrag.
Gibt es sonst irgendwas, was. Ich glaube, es gibt aber noch was anderes, was Webstoff herstellt. Diese Plantage, die war irgendwie immer ziemlich für Bobbes. Irgendwas. Hier. Dies stellt auch Webstoff her. Zuchtfarm. Ja. Aber die will ich ja nicht. Die mache ich nicht. Aus Prinzip nicht. Nein, nein, nein. Was machen wir nicht? Erzbrennstoff. Unsere Agroprodukte haben wir uns ja schon ausgesucht. Die werden hier mit Wasser zusammen zu Getränken verarbeitet. Es ist dann hier das Ende der, ja, der Kette. Wir könnten auch so ein Pharma-Dings haben. Wenn wir jetzt noch eine Raffinerie kaufen würden, dann wäre unser Erdöl hier gut angelegt. Wir hätten eine Raffinerie, würden Brennstoff und Chemikalien herstellen und könnten mit Chemikalien und unserem Wasser hier unsere Medikamenten herstellen. Das wäre eine Möglichkeit. Wollen wir das machen? Dann ist auch unsere komplette Kette können wir dann selbst herstellen. Da müssen wir gar nichts mehr bestellen. Hier, das Chemiewerk wäre dann mit seinen Chemikalien auch. Ich kaufe jetzt eins. Ach, wir haben so viel Geld. Was soll das? Was soll der Geiz? Nur wo stellen wir die hin? Nach Pollux. Pollux. Nee, was war das? Altair. Altair ist noch besser als Pollux. Also, Altair wird der neue Standort für unsere. Hier, der hat nichts zu tun. Das dürfen wir noch nicht vergeben. Das geht noch nicht. Losfliegen. Für unsere Raffinerie. Die bekommen wir dann aber erst in der nächsten Folge, liebe Leute. Es ist schon wieder vorbei. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut, eure Penetika. Ciao, ciao.